Ich grüße dich, liebe Seele. Bist du bereit für ein Abenteuer? Dann lehne dich zurück und schließe deine Augen. Atme einige Male tief ein und aus und lasse alles los, was du glaubst, über diese Welt zu wissen, was du glaubst, über dich zu wissen, über das Universum, über Gott und vieles mehr. Sei einfach bereit, wieder Kind zu sein. Ein Kind, was mit großen Augen in eine Welt schaut, die es zu entdecken sich lohnt. Eine Welt, die dir vielleicht vertraut vorkommen mag und dennoch irgendwie auch neu. Eine Welt, die sich so ganz anders anfühlt als das, was wir hier unsere Welt nennen. Ja, liebe Seele, ich brauche dich wirklich in der Leichtigkeit, in der Einfachheit, ja durchaus auch in der Naivität des kleinen Kindes, das noch mit großen Augen auf etwas wartet, gespannt auf eine Geschichte. Und so möchte ich dir jetzt deine Geschichte erzählen. Bist du bereit für ein Abenteuer? Bist du bereit? So nehme ich dich jetzt mit auf eine abenteuerliche Reise zurück ins Licht. Zurück in deine wahre Heimat, in deinen wahren Ursprung. Benutze dazu deine Fantasie, deine Vorstellungskraft. Und so tauche ein mit mir in das Meer der Liebe, in das Feld der Alleinheit, in das Feld der Allverbundenheit. Tauche ein in das Meer der Liebe, in deine wahre Heimstätte und fühle dich hier willkommen, ganz und auch vollkommen. Vollkommen in dem Sinne, dass dir bewusst wird, du schwingst bereits im höchsten göttlichen Liebesbewusstsein. Das kannst du nicht mehr toppen. Dafür musst du auch nichts mehr lernen. Und dafür musst du erst recht nicht erst Mensch werden. Du bist es bereits. Und in diesem vollkommenen Liebesbewusstsein bist du mit allem verbunden. Und du bist mit allen untrennbar verbunden. Im höchsten Bewusstsein der Liebe. Der Liebe. Die ganze Schöpfung liegt dir zu Füßen. Du weißt alles. Nun werde dir bewusst, dass du dich unendlich frei fühlst. Du kannst dich hinbewegen, wohin auch immer du dich hinbewegen magst. Denn du hast keinen physischen Körper. Du bist reines Bewusstsein.
so kannst du überall hin. Und du siehst noch viele andere Lichtwesen. Und sie kommen dir vor wie Kinder. Kinder, die auf den Wolken spielen und im Meer der Liebe planschen. Und du hörst sie lachen in einer Unbeschwertheit, so wie nur ein Kind lachen kann. So wird dir bewusst, dass hier, wo du jetzt gerade bist, alles so anders ist. Alles fühlt sich so leicht an, so unbeschwert. Und all die anderen Lichtwesen um dich herum, sie sind dir gleich. Ihr seid alle gleich. Ich möchte sagen, wie auf Augenhöhe. So stellst du fest, dass es hier noch keine Rollen gibt. In dem Sinne, wie du es von der Erde kennst. Alte Menschen, junge Menschen, Männer und Frauen, Väter und Mütter, Kinder. Nein, das alles gibt es hier gar nicht. Alle sind gleich und alle sind untrennbar im Meer der Liebe, im Bewusstsein der Liebe verbunden. Neugierig, wie du als Kind bist, schaust du dich um. Schaust dir alles an. Und so eröffnet sich dir ein neuer Blick und vor dir erscheint eine riesengroße kosmische Universität. Und so wie du sie erblickst, siehst du dich selber am Eingang dieser kosmischen Universität stehen. So, als würdest du dich selbst beobachten. Und du siehst dich da stehen und im übertragenen Sinne, symbolisch gemeint, hast du deine Hände nach vorne ausgestreckt, mit den Handflächen nach oben und trägst eine große Menge an Schriftrollen. Diese kleinen, schmalen Rollen mit diesen roten Fähnchen an den Seiten. Und du erkennst, das sind alles Auszeichnungen, Diploma, Abschlüsse. Und es sind zu viele. Jetzt wird dir bewusst, du hast alle Studiengänge, aber auch ausnahmslos alle Studiengänge dieser kosmischen Universität mit Bravour und Auszeichnung bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Und so hörst du dich selbst, wie in dir selber reden. Wow, ich bin ja schon alles. Ich weiß ja schon alles. Dann habe ich es doch scheinbar hier unten als Mensch vorübergehend einfach nur vergessen. Aber mir wird bewusst, ich wache immer mehr auf, beginne mich immer mehr zu erinnern, daran zu erinnern, wer ich wirklich bin und woher ich komme.
so kommt die Erinnerung wieder. Du erinnerst dich an diesen Augenblick, als du dastandest mit all deinen Auszeichnungen. Und du hörst dich in dir selber. Du hörst nochmal, wie du dir die Frage stellst. Und was mache ich jetzt mit diesem ganzen Wissen? Ein unendliches Wissen. Du weißt einfach alles. Und so magst du dir vorkommen wie eine wandelnde Bibliothek, in der alles Wissen bereits gespeichert ist. So weißt du alles über Liebe, über Schmerz, über Freude und über Leid. Aber du hast dergleichen noch nie etwas erlebt, wirklich erlebt und gefühlt. Kannst du dir körperliche Liebe oder Aufregung, Freude, Enthusiasmus vorstellen, wenn du es noch nie erlebt hast? Und so wird die Erinnerung immer klarer in dir. Dir wird bewusst, warum du als Gott ursprünglich diese Lichtreiche verlassen wolltest. Der einzige Grund, diese himmlische Stätte, das Meer der Liebe, die Lichtreiche zu verlassen, war, du wolltest eintauchen in die Welt der Erscheinung, in die Welt der Erfahrung. Stelle dir einfach vor, man erzählt einem Kind, dass es Eis gibt. Erdbeereis, Vanilleeis, Schokoladeneis und so viele Sorten mehr. Und man beschreibt diesem Kind, wie diese Eissorten schmecken, wie das Eis sich anfühlt. Auf der Zunge. Kannst du dir vorstellen, wie in dem Kind eine regelrechte Sehnsucht entsteht? Das möchte ich auch erleben. Das möchte ich auch fühlen. Das möchte ich auch schmecken. Und so entsteht in diesem Kind diese Sehnsucht. Und es fragt sich, wo bekomme ich Eis her? Wo kann ich das probieren? Und genau diese Sehnsucht erlebst du in dem Augenblick als Gott, wo du dir all deines Wissens bewusst wirst, aber gleichermaßen auch weißt, ich habe das alles noch nie gefühlt. Ich weiß, was Liebe ist, ja. Aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Berührung. Wenn man Gänsehaut bekommt. So wie mit dem Eis. Sich vorzustellen, diese verschiedenen Eissorten mit den verschiedenen Geschmäckern. Aber es eben nicht schmecken zu können. Und so triffst du für dich als Gott eine Entscheidung. Eine Entscheidung aus Sehnsucht. Die Sehnsucht, etwas zu erleben, zu erfahren, zu erfüllen, ist in dir geweckt. So ist in dir so unendlich viel Wissen, was erlebt, erfahren, erspürt und gefühlt werden möchte.
Und so stelle dir vor, du kommst gerade von der Filmakademie. Hast deinen Abschluss mit Bravour und Auszeichnung bestanden. Und du gehst nach Hollywood und möchtest in einem Film mitspielen. Und hier stellt sich die Frage, warum willst du das tun? Du bist doch schon fertig ausgebildet. Du hast doch über Filme machen und Schauspielerei doch schon alles gelernt. Nachweislich. Mit Auszeichnung. Warum gehst du jetzt noch nach Hollywood? Genau. Du möchtest dir eine Rolle suchen. Eine Rolle, in der du dich in all dem erfahren und erleben kannst, was du dir ersehnst. Das bedeutet, der einzige Grund, warum du jetzt nach Hollywood gehst, du möchtest dir eine Rolle aussuchen. Eine Rolle, und wir halten das schon mal fest, die du ja gar nicht bist. Eine Rolle, in die du hineinschlüpfen kannst. Und in dieser Rolle kannst du dich erleben und erfahren. Und wenn man dir in Hollywood verschiedene Rollen anbietet, ganz, ganz unterschiedliche, würdest du dann hingehen und diese Rollen in ihrer Unterschiedlichkeit bewerten? Oder sind sie nicht erst einmal alle gleichwertig? Und man könnte sagen, es ist einfach Geschmackssache, welche Rolle du dir jetzt aussuchst. Ja, und genau so ist es. Es gibt aus dieser Sicht heraus auf diese verschiedenen unterschiedlichen Rollen keinen direkten Unterschied, den es zu bewerten gäbe. Nun hast du die Wahl. Für welche Rolle entscheidest du dich? Und vielleicht wird dir bei der Auswahl dieser Rollen bewusst, es gibt gar kein Gut oder Böse, richtig oder falsch. Es gibt nur Erfahrungsfelder. Bist du bereit, die Rolle des Bösewichts zu spielen? Dann wird die Welt dich für böse halten. Entscheidest du dich für die Rolle des Samariters, dann wird die Welt dich für gut halten. Und so kannst du schon im Vorfeld erkennen, dass dort, wo du jetzt bist, wo du diese Entscheidung triffst, für die Rolle, die du einnehmen möchtest, es hier noch überhaupt keine Bewertung gibt. Aber du hast schon eine Ahnung davon, dass die Welt, in der du diese Rolle spielen wirst, sehr wohl in die Bewertung gehen wird. Nun gibt es so viele Rollen, so viele Möglichkeiten, so unendlich viele Möglichkeiten, so viele Erfahrungen, die du jetzt machen kannst in unendlich vielen Leben. Und kannst du dir vorstellen, dass du aus deiner Perspektive jetzt schon weißt, ich möchte sie alle spielen, alle Rollen. Ich möchte mich in allen
Facetten erleben und erfahren, erfüllen und erspüren. Unabhängig davon, ob sie mal in der Welt der Erscheinungen, in der Welt der Illusionen für gut oder richtig gehalten wird. Und so siehst du ja all die anderen Lichtwesen, die genauso in der gleichen Situation sind wie du. Und auch sie streben in die Welt der Erscheinung, in die Welt der Erfahrung. Und ihr seid alle gleich. Ihr seid auf Augenhöhe. Und ihr seid untrennbar vereint im Bewusstseinsfeld der Liebe. Und wenn du jetzt eine Rolle wählst für dich, und vielleicht möchtest du einmal erfahren, wie es sich anfühlt, nicht gesehen zu werden, keine Aufmerksamkeit zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes leer auszugehen, in einem Gefühl des Verlorenseins, dann wäre es hilfreich, wenn du dafür auch deine Mitspielerinnen und Mitspieler wählen würdest, so allen voran. Deine zukünftige Mama, dein Papa, aber vielleicht auch Partnerin, Partner. Und jetzt siehst du ja, wie alle anderen auch ebenfalls aus dem Licht in die Welt der Erscheinung dringen. Und hier siehst du eine Möglichkeit. Nun triffst du eine Entscheidung. Die Ausgangssituation ist die, dass du mit allen Lichtwesen dort in unendlicher Liebe untrennbar verbunden bist. Niemand käme auf die Idee, den anderen, die andere, verletzen zu wollen. Nein, niemals. Aber wenn diese Liebe so groß ist, dass diese Liebe dazu beiträgt, anderen zu helfen, die von ihnen gewünschte Erfahrung machen zu können, dann wird aus dieser Liebe heraus auch diese Entscheidung kommen. Dann bedeutet das aber auch, dass in der Absprache der verschiedenen Rollen im Ursprung nur Liebe ist. Nichts Böses. Egal, was die Rollen dann aus menschlicher Sicht am Bösen erkennen lassen werden. Ihr startet alle aus der Liebe, aus diesem unendlichen Bewusstsein, aus dieser Liebe heraus, sich selbst und anderen die Möglichkeit zu bieten, Erfahrungen zu machen. Und so trefft ihr eure Absprachen. So entscheidest du dich, wer für dich als Mama, als Papa, aber auch dann eben als Partner, als Kind, wie auch immer, in diesem Leben an deiner Seite sein soll. Und es wird jetzt schon deutlich und klar, welchen Verlauf dieses Leben für dich nehmen wird, welche Erfahrungen dir in diesem Leben widerfahren werden.
Und wir halten fest, du wählst gerade selbst. Nun hast du deine Entscheidung für deine zukünftige Rolle auf der Erde gewählt. Die Wahl deiner Eltern ist gefallen, auch deiner Mitspielerinnen und Mitspieler. Und jetzt wartet der richtige Zeitpunkt auf dich. In welchem Augenblick möchtest du dich in diese Welt hineinbegeben? Der richtige Zeitpunkt hat seine Bedeutung. Aber noch etwas gewinnt an Bedeutung. Denn stelle dir vor, du würdest ungefiltert mit diesem hohen göttlichen Liebesbewusstsein und diesem extremen Wissen ungefiltert in diesen kleinen zukünftigen Körper hinein inkarnieren. Was wäre dann, wenn du dich schon sehr früh im zweiten, dritten Lebensjahr an alles erinnern könntest, alles transparent würde? Dann würdest du wohl in dem Alter vor deinen Eltern stehen, wie ein kleiner Philosoph, eine kleine Philosophin, und würdest deinen zukünftigen Eltern erklären, wie die Welt funktioniert. Und würdest das alles hier für einen kosmischen Witz oder wie auch immer benennen. Aber damit wäre ja die Herausforderung, die Möglichkeit, die gewünschten Erfahrungen zu machen, wie eine Seifenblase geplatzt. Dann könntest du eigentlich gleich wieder zurück ins Licht gehen. Also wäre das kein guter Weg. Er wäre nicht hilfreich. Er wäre nicht nützlich, wenn du dich schon im frühen Kindesalter an alles erinnern könntest. Wer du bist, wo du kommst, was du alles weißt, warum du hier bist und was es mit deinen Eltern auf sich hat. Dann wäre das Spiel schon vorbei, bevor es begonnen hätte. Aber nun hast du dich als Gott entschieden. Du möchtest Mensch werden. Und so entscheidest du dich aus dieser Überzeugung, durch den Schleier des Vergessens zu gehen. Was ist das? Der Schleier des Vergessens. Wie kann man sich das vorstellen? Wählen wir doch einfach mal eine Vorstellung von vielen vielleicht. Stelle dir vor, es gäbe eine Hochgeschwindigkeitsautobahn für inkarnierende Seelen. Und auf der kommst du jetzt rangerauscht mit deinem ganzen Gepäck. Du weißt, du bist Gott. Du bist unendliches Bewusstsein, unendliche pure Liebe und allwissend. Und so steuerst du jetzt auf diese Erde zu, näherst dich immer mehr deinem zukünftigen kleinen Körper, der dich tragen soll, den du beseelen möchtest. Und kurz bevor du mit ihm verschmelzt und eintauchst, machst eine Vollbremsung und parkst dein gesamtes Schöpferpotenzial, deine gesamte Liebeskraft und dieses ganze Wissen rechts auf dem Seitenstreifen, wie auf einer Holzpalette, legst es dort ab mit dem Vermerk zur späteren Abholung bereit.
vergisst du, wer du bist, woher du kommst. Befindest dich wie in einer Leere, wie in einem Art Vakuum. Ohne wirklich ein zur Verfügung stehendes Bewusstsein zu haben. Es steht dir gerade nicht mehr zur Verfügung. Und nun tauchst du in diesen physischen Körper ein. Und dieser Körper hat sehr wohl ein Bewusstsein. Er hat eins. Und du hast keins. Es steht dir zumindest gerade nicht zur Verfügung. Und nun kommt es zu einer Verschmelzung mit dem Körper. Ab diesem Augenblick empfindest du, du wärst dieser Körper. Aber wir halten hier fest. Du hast einen Körper, aber du bist nicht dieser Körper. Und wenn du nun dein Schöpferbewusstsein hast schlafen gelegt, es steht dir einfach gerade nicht zur Verfügung, dann bist du ja im Grunde genommen diesem Körper, sprich dessen Bewusstsein, und erstmal auf Verdeih und Verderb ausgeliefert. Und so können wir hier schon festhalten, dass dieser Körper, den du jetzt gewählt hast, über dich bestimmt. Im Grunde genommen jetzt, wenn man so will, die Rolle übernimmt. Damit du das auch jetzt wirklich nicht mehr vergisst, es dir also bewusst wird und auch bewusst bleibt. Du bist gerade in dieser Vorstellung in einen Körper eingetaucht, der du definitiv nicht bist. Und dieser Körper, in den du eintauchst, der hat ein Eigenleben. Und es wäre doch sehr gut, herauszufinden, was hat es mit diesem Körper auf sich? Wie funktioniert der denn jetzt? Und hier können wir davon ausgehen, dein physischer Körper besteht aus Billionen von Zellen. Ich nenne sie in der Folge liebevoll deine Zellkinder. Und diese Zellkinder sind über die Evolution hinweg auf das Überleben konditioniert. In ihrem Zellbewusstsein haben sie schon viele Tode erlebt. Sie wollen nicht sterben. Das ist ihre größte Angst. Alles, was den Zellkindern Unsicherheit beschert, Ängste einjagt, als Bedrohung im Raum steht, auf all das reagieren deine Zellkinder reflektorisch mit einem, ja, man kann sagen, Zusammenziehen. Wie ein sich wegducken. Und es löst in ihnen reflektorisch ein Kampf-Flucht-Verhalten aus. Sie schütten Adrenalin und Cortisol raus, bringen den Körper in einen Ausnahmezustand
Und dieser ganze Vorgang dient einzig und allein nur dem Überleben. Deine Zellkinder wollen überleben. Wir halten also fest, du als dieses brillante, göttliche Wesen, sich seiner noch nicht bewusst, noch im Schlafzustand, befindet sich gerade in einem animalischen Körper, der jetzt den weiteren Verlauf bestimmt und somit auch das Erleben. Denn alles, was die Zellkinder hier jetzt erleben, wird von dir für real empfunden, als würdest du es erleben, als wärst du dieser Körper, als müsstest du dich schützen, als hättest du Angst zu sterben. So erklärt sich die Urangst im Menschen. Und so können wir die Begriffe Körper, Geist und Seele auf sehr einfache Weise definieren. Wenn du dich als unendliches Schöpferbewusstsein, als Gott, als reiner Geist wiedererkennst und auch akzeptierst, dann hast du als Geist Gottes einen physischen Körper. Du hast einen Körper, aber du bist nicht dieser Körper. Und dieser Körper erlaubt dir, dass du in ihm jetzt diese gewünschten Erfahrungen machen kannst. So wie du auch eine Seele hast. Man könnte sagen, die Seele ist wie ein Erfahrungsleib, in dem all diese ganzen Erfahrungen, die du im Körper machst jetzt, sozusagen wie abspeichert und abbildet. Um es hier noch einmal deutlich zu machen, solange du schläfst, solange dein göttlicher Geist schläft, übernimmt jetzt dein Körper, deine Zellen, sprich deine Zellkinder, die Führung. Jetzt könnte man vermuten, dass du ja als noch nicht erwachter göttlicher Geist wahllos in diesem Körper jetzt verloren gehst. Aber dem ist nicht so. Denn hier sprechen wir über den Seelenplan. Wir sprechen über das, was dein göttlicher Geist im Ursprung im Meer der Liebe sich an Erfahrungen gewählt hat. Nun wirst du mir recht geben, dass du dort, wo du herkommst, im Meer der Liebe, wo du unendliches Liebesbewusstsein bist, keinen Seelenplan brauchst. Aber in dem Moment, wo du das Meer der Liebe verlässt, wo du in ein fremdes Land gehst, dich auf fremdem Boden bewegst, und du kennst dich hier nicht aus, dann wäre so eine Art Navi doch sicher hilfreich. Und vergleichbar, wenn du eine Reise machen würdest in ein fremdes Land und du würdest dir ein Auto mieten, dann wäre es hier hilfreich, wenn dieses Auto einen Navi hätte. Und wo ist dieses Navi? Verbaut im Auto. Und was macht dieses Navi? Es spricht mit dir. Und es gibt dir sozusagen so lange
in diesem fremden Land Anweisungen, bis dass du irgendwann dich so gut auskennst, dass dich das Navi nervt. Und dann schaltest du es einfach aus, weil du dich auskennst. Du brauchst dann in diesem Land keine Stimme mehr, die dir sagt, fahr links, fahr rechts, da du es besser weißt. Und genauso ein Navi brauchen wir jetzt auch in diesem physischen Körper, den du beseelt hast. Das heißt, im Körper selber geschieht jetzt etwas, und das werden wir uns jetzt näher anschauen. Ich nenne es den Seelenplan. Bevor wir uns jetzt näher anschauen, was es mit diesem Seelenplan auf sich hat und wo er sich denn auch wiederfinden lässt, möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen. Ich möchte darauf hinweisen, dass deine Zellkinder, so wie es die Wissenschaft herausgefunden hat, sie haben eine hohe Intelligenz, sie können Überlebensstrategien entwickeln, Verteidigungsstrategien, sie können sich auch selbst regenerieren. Aber das, was sie nachweislich nicht können, ist, dass wenn du einen Gedanken in dir hast, die Zellkinder nicht unterscheiden können, ist dieser Gedanke von dir aus einer realen Situation heraus entstanden? Oder schaust du dir vielleicht gerade einen Horrorfilm an? Und genau das haben die Wissenschaftler herausgefunden. Sie haben herausgefunden bei der Erforschung des Placebo-Effektes, dass die Zellen, also unsere Zellkinder, sehr wohl eine sehr hohe Intelligenz haben. Aber dass sie eben genau diese Unterscheidung nicht treffen können, sie können nicht unterscheiden zwischen Illusion und Realität. Und ich nenne das einen genialen Schachzug der Schöpfung. Denn genau aufgrund dieser Tatsache können wir in der Folge erkennen, dass wir hier in einer Illusion leben. Wir halten also noch einmal fest, unsere Zellkinder können nicht unterscheiden, ob ein Bild, eine Vorstellung, ein Gefühl aus einer Realität entstanden ist oder aus einer Illusion. Und so entsteht eine illusorische Welt, wie wir im Weiteren feststellen und auch nachvollziehen können. Wir alle haben schon in unseren Kinderjahren Ängste entwickelt, Angst vor irgendwas gehabt. Seien es Tiere wie Spinnen, Mäuse, Ratten, Schlangen, aber vielleicht auch Höhe oder tiefes Wasser oder vielleicht auch Menschenansammlungen. Und nun nehme dir für einen Augenblick Zeit, fühle mal in dich hinein und erspüre, ob es irgendetwas in dir gibt, was du nachvollziehen kannst, wo du sagst, diese Lebenssituation oder
dieser Mensch oder dieses Tier müsste mir jetzt nicht unbedingt begegnen, weil es mir unangenehm ist. Und nun lass dir für einen Moment Zeit und lasse ein Bild hochsteigen in dir, was dir vielleicht in dem Moment wirklich ein Unbehagen entlockt. Vielleicht zieht sich dein Hals zusammen oder dein Magen. Vielleicht kriegst du Gänsehaut. Lass dir einen Moment Zeit und fühle einfach nur, was diese Vorstellung, die du in dir gerade zulässt, an körperlicher Reaktion zeigt. Und nun werde dir bewusst, wo du gerade bist, dass du vielleicht vollkommen entspannt jetzt eigentlich irgendwo sitzt. Und dem Inhalt meiner Worte lauschst. Und du in Sicherheit bist. Und jetzt benutze einfach nur deinen logischen Verstand. Wie kann es sein, dass du jetzt in diesem Augenblick an einem sicheren Ort bist, vollkommen entspannt bist? Es ist keine Gefahr um dich herum. Und dennoch reagieren deine Zellkinder auf unerklärliche, heftigste Weise. Diese Körperreaktion, die du da gerade empfindest, macht keinen Sinn und ist nicht logisch. Da du nicht wirklich in einer Gefahrensituation bist. Und nun werde dir der Bandbreite dieser Tatsache bewusst. Wenn alles, was du denkst, alles, was du fühlst, was du an Vorstellungen in dir zulässt, an Eindrücken von außen, wenn das alles ungefiltert in deinen Körper gelangt, zu deinen Zellkindern vordringt und die das alles in jedem Augenblick für real halten und demzufolge auch eine körperliche Reaktion zeigen, ist das eigentlich eine Katastrophe. Und dennoch gewollt. So erklärt sich unsere illusorische Welt. Wenn wir uns die Vergangenheit anschauen und gehen zurück bis in die Zeit des Urzeitmenschen, des Primaten, dann war der Alltag des Primaten ein reiner Überlebenskampf. Sein ärgster Feind war der Säbelzahntiger. Wenn er diesen Feind sah, war es ihm geschehen. Das heißt, es brauchte ein Frühwarnsystem. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Zellkinder des Primaten Instinkte brauchten, das heißt ein verschärftes Wahrnehmungsvermögen, um den Säbelzahntiger vielleicht schon auf Meilen zu wittern. Dann haben die Zellkinder
schon sehr, sehr früh Alarm geschlagen. Da war der Säbelzahntiger noch gar nicht zu sehen. Und so haben die Zellkinder in dem Moment Adrenalin und Cortisol ausgestoßen. Das Cortisol hat die Rezeptoren der Großhirnrinde blockiert, sodass der Primate nicht mehr denken konnte. Sollte er auch nicht. Er sollte ja instinktiv handeln. Und nicht erst noch überlegen, kommt da was oder kommt da nichts. Und das Adrenalin hat die Verdauung runtergefahren. Aus gutem Grund. Denn das ganze Blut sollte jetzt nicht für die Verdauung in dem Magen-Darm-Bereich zur Verfügung stehen, sondern sollte sich anreichern in den Lungen, im Herzen, in den Extremitäten. Das ganze Blut brauchte der Körper jetzt, um einen Spurt hinzulegen. Und wenn der Primate den Spurt überlebt hat, dann hat er durch die Anstrengung das Adrenalin und das Cortisol wieder abgebaut. Die Stresshormone wurden abgebaut, der Normalzustand wurde wiederhergestellt. Und so konnte dann der Primate wieder klar denken. Und auch die Verdauung setzte wieder ein. Man möge sich hier vielleicht einmal als kurze Aussicht auf unser heutiges Geschehen in dieser Welt einen Gedanken erlauben. Was geschieht denn im Körper all dieser Menschen, wenn sie ständig im Körper im Alarmzustand sind? Die Zellkinder also ständig das Gefühl, eine Bedrohung erleben und permanent Adrenalin und Cortisol freisetzen. Nur mal so als Gedankenansatz. Bleiben wir noch für einen Augenblick bei dem Säbelzahntiger. Stell dir vor, du als der Urzeitmensch mit diesen ausgeprägten Instinkten nimmst die Witterung eines Säbelzahntigers auf, der noch Meilen entfernt ist, der wiederum aber auch die Witterung von Menschen aufgenommen hat und sich natürlich schon in Bewegung setzt. Und jetzt lassen wir mal die Vorstellung zu, du bist gar nicht gemeint. Er meint deinen Nachbarn, jemand ganz anderes. Dann werden deine Zellkinder diesen Unterschied nicht herausfinden können. Sie werden genauso diese Gefahr wittern. Obwohl sie nicht gemeint sind, werden sie aus dieser bedrohlichen Lage heraus fliehen. Und ich möchte diesen Zusammenhang auch nochmal hier näher erläutern, weil wir den später brauchen, wenn wir uns in die Kindheit bewegen. Wir halten also fest, dass deine Zellkinder nicht unterscheiden können, von wo kommt wirklich eine reale Gefahr, von wem geht sie aus, wer ist gemeint, wie ist es gemeint. Deine Zellkinder können nur zwei Zustände unterscheiden. Entweder fühlen sie sich sicher und wohl, dann geht es ihnen wunderbar, dann hast du eine prächtige Verdauung, ein starkes Immunsystem, du hast eine wunderbare, charismatische Ausstrahlung, ja, du leuchtest. Oder aber deine Zellkinder wittern etwas.
und das kleine, die kleinste Verunsicherung sein. Gesteigert bis hin zu Ängsten und richtigen Bedrohungen. Aber bleiben wir mal einfach nur bei einer Verunsicherung. Dann werden deine Zellkinder, wie gehabt, diese Stresshormone ausschütten. Was zur Folge hat, dass der Körper sich zusammenzieht. Er versucht, Energie zu konzentrieren und aber auch Energie einzusparen. Die unwichtigen Bereiche und Areale deines Körpers werden unterversorgt. Und nochmal dieser entscheidende Hinweis, das ist nur zum Überleben gedacht. Und hieraus können wir ableiten, jede Form von Stress ist grundsätzlich nicht unbedingt gesund. Es sei denn, es dient zum Überleben. Fassen wir nun das Wesentliche zusammen. Zunächst einmal darfst du dich daran erinnern, darfst du dich wiedererkennen als dieses einzigartige, großartige, göttliche Bewusstsein. Und so sage dir jeden Tag, immer wieder erneut: Wow, ich bin ja schon alles. Ich weiß ja schon alles. Und der einzige Grund, warum ich hier auf dieser Welt bin, warum ich die Lichtreiche verlassen habe, der einzige Grund ist, ich möchte hier Erfahrungen machen. Ich möchte mich als das erleben, erfahren, erfühlen und erspüren, was ich im Meer der Liebe in den Lichtreichen längst schon bin und weiß. Aber da ich dort keinen physischen Körper, keinen Resonanzkörper habe, kann ich es dort nicht erleben. Und genau dieser Umstand hat dich dazu bewegt, hier auf dieser Erde zu inkarnieren. Immer wieder und immer wieder, um dich in all den unterschiedlichsten Facetten mit all dem, was du bereits bist und weißt, zu erleben und zu erfahren. Wir halten weiter fest, dass aus dieser Sicht heraus keine Bewertung im Raum steht. Alle Rollen, für die du dich jetzt entscheiden wirst, gilt es nicht zu bewerten. Wir können weiter daraus ableiten, dass wenn es kein richtig oder falsch gibt, es auch keine Schuld geben kann. Im Ursprung deines Seins gibt es keine Vorstellung von Schuld. Genauso wenig gibt es hier im Ursprung das Vergleichen und Bewerten. So kommst du aus einem reinen, göttlichen, lichtvollen Ursprung hier in diese Welt. Und du hast den Schleier des Vergessens gewählt und dich mit einem physischen Körper identifiziert, hast es zugelassen, dass hier eine Illusion entsteht, die aber wiederum so real wirkt, dass das, was du erlebst, sehr real auch empfunden werden kann. Das ist der Hintergrund, der einzige. Und wir halten weiterhin fest, dass du genau die richtigen Eltern gewählt hast. Und ich greife hier schon mal vor: Aus dieser geistigen Ebene heraus konntest du erkennen, dass diese Mutter, die du gewählt hast, und dieser Vater, dass sie beide genial sind,
ideal sind, prädestiniert dazu sind, aufgrund dessen, weil sie für sich bereits ja auch diese Rollen schon gewählt haben, sich in einem Persönlichkeit selbst bewegen und weil sie dieser Persönlichkeit leben und ausstrahlen, sind sie dann dazu prädestiniert, dich in deiner Kindheit zu konditionieren. Richtig ausgedrückt sollte es eigentlich jetzt heißen, sie beeinflussen durch ihre Ausstrahlung, durch ihr So-Sein, die Wahrnehmung deiner Zellkinder, die wiederum alles glauben, was um sie herum geschieht. Sie können nicht unterscheiden. Und das führt zu Konditionierungen und zu Programmen, die jetzt auf Zellebene entstehen, die ich den Seelenplan nenne. Und das schauen wir uns jetzt einmal näher an. Erfahre dich jetzt wieder in deiner Kindheit. Als das fünfjährige Kind. Lasse in deiner Fantasie diese Zeit in dir wieder lebendig werden. Erfahre dich gerade, wie du mit 5 Jahren in deinem Zimmer spielst, durch die Wohnung läufst, mit anderen Kindern spielst. Erfahre dich in der Familie, erfahre dich auch mit Mama und mit Papa. Fühle dich also wieder ganz in diese Zeit hinein. Sei jetzt wieder 5 Jahre und noch keinen Tag älter. Du weißt noch nichts über die Zukunft. Und so komme ich dich jetzt besuchen. Ich bin dein Schutzengel. Und jetzt stehe ich vor dir. Du bist 5 und noch keinen Tag älter. Und ich habe 2 Fragen an dich, die du mir bitte aus dem Bewusstsein des 5-jährigen Kindes heraus nun spontan mit einem Ja oder mit einem Nein beantwortest. Also, du bist 5. Lebst wieder dort, wo du mit 5 Jahren gelebt hast, im Kreise der Familie, bei Papa, Mama. Meine erste Frage an dich, die du mir bitte spontan beantwortest, lautet: Fühlst du dich jetzt gerade in diesem Augenblick sicher und geborgen? Meine 2. Frage an dich. Fühlst du dich mit deinen 5 Jahren gerade, dort wo du jetzt mit 5 Jahren lebst, gesehen, wahrgenommen, verstanden und geliebt? Mache die Notizen, schreibe dir das jetzt auf. Wie hast du geantwortet? Was hast du gerade gefühlt? Als nächstes nehme mich an deine Hand. Ich bin dein Schutzengel, für andere unsichtbar. Und führe mich durch deine Wohnung, durch dein Haus, wie auch immer. Auf der Suche nach Mama. Wo könntest du sie
einmal alleine vorfinden. In welchem Raum? In welchem Zimmer? An welchem Ort? Wähle einfach einen Ort deiner Wahl. Und nun stelle dir vor, es gibt dort eine Tür zu diesem Raum, zu diesem Ort. Und diese Tür steht ein Spalt auf. So weit, dass du Mama beobachten kannst, bei dem, was sie tut. Hinweis: Verhalte dich so, dass sie dich nicht bemerkt. Und nun entspanne dich. Atme tief ein und aus. Lasse alle Anspannungen, alle Sorgen, alle Probleme, alle Projektionen, alle Bewertungen, lass alles los, Mama gegenüber. Und werde einfach nur neugierig. So neugierig, wie ein 5-jähriges Kind nur sein kann. Und du befindest dich jetzt nur in diesem Gewahrsein des neugierigen Kindes. Und du schaust durch den Türspalt auf Mama. Und nun beobachte sie. Neugierig. Total entspannt und gelassen. Beobachte sie bei dem, was sie gerade tut. Und jetzt spürst du, wie du mehr und mehr wahrnehmen kannst, wie es der Mama geht. Meine erste Frage an dich ist, und beantworte sie spontan, ist Mama glücklich? Ist sie zufrieden? Lebt sie das, was sie schon immer leben wollte? Oder funktioniert sie nur? Und wenn sie sich nicht wohlfühlt, könnte sie theoretisch etwas verändern? Und tut sie es dann praktisch aber auch? Und überprüfe weiterhin, ist sie gerade in diesem Augenblick körperlich gesund? Ist sie psychisch stabil? Nehme alles wahr und schreibe es dir auf. Und im nächsten Schritt fühle mal in dich hinein
du denn gerade tun möchtest mit deinen 5 Jahren. Und du hast jetzt 3 Wahlmöglichkeiten. Du kannst zu ihr reingehen. Du kannst noch ein wenig stehen bleiben und sie durch den Türspalt noch weiterhin beobachten. Oder aber du ziehst sie ruhig und leise zurück. Lass dir Zeit. Welche Wahl triffst du? Gut, gehen wir die 3 Wahlmöglichkeiten durch. Angenommen, es zieht dich rein zu Mama. Dann bitte ich dich, überprüfe deine Motivation. Warum willst du das jetzt tun? Und komme dir hier vielleicht auch selber auf die Schliche. Vielleicht möchtest du ja zu Mama reingehen, damit es ihr besser geht. Damit es dir letztendlich auch besser geht. Wenn dies der Fall ist, kommst du dir hier selber wirklich auf die Schliche und kannst ein Programm erkennen. Denn dann gehst du ja zu Mama rein, möchtest sie aufbauen, möchtest ihr helfen, möchtest sie vielleicht retten, möchtest sie aus einem unangenehmen Zustand befreien. So nebenbei bemerkt, bist du mit 5 Jahren mit so einer Aufgabe hoffnungslos überfordert. Und wenn du das aus diesem Grund heraus tust, dann erhoffst du dir insgeheim, dass es der Mama dann besser geht, damit du dich wohlfühlst. Vielleicht auch kein schlechtes Gewissen dann hast, wenn du dann lieber spielen gehst. Das wäre eine Möglichkeit. Und hier kann man sehr, sehr viele weitere Verhaltensweisen ableiten. Es kann sein, es muss nicht sein. Aber wenn es bei dir der Fall ist, dass das der Grund ist, warum du zu ihr reingehst, könntest du hier heimlich, still und leise ein Helfersyndrom entwickeln. Was dazu führt, dass du im späteren Leben aus einem inneren, ja fast schon Zwang, das Gefühl entwickelst, ich muss hier helfen. Dann kannst du aber auch an keinem Menschen mehr vorbeigehen, vorbeifahren, der dieses Signal aussendet, ich brauche Hilfe. Viele Menschen, die in helfenden Berufen unterwegs sind, haben dieses Muster. Und dieses Muster sollte dazu dienen, überhaupt in diese Richtung des Dienens und des Helfens zu gehen. Es ist absolut wertfrei, hat aber dennoch Konsequenzen. Und eine dieser Konsequenzen haben wir schon aufgezeigt, könnte dann sein, dass man ständig auf andere Menschen reagiert. Mehr oder weniger kein eigenes Leben mehr führt, weil man sich ständig um andere sorgt.
Vielleicht hast du dich jetzt anders entschieden. Vielleicht magst du lieber noch stehen bleiben und warten und schauen. Hier könntest du vielleicht die Geburtsstunde des ewig wartenden Menschen entdecken. Und vielleicht wartest du heute noch. Und vielleicht hat es dazu geführt, dass du ja ursprünglich gewartet hast, weil du dachtest, irgendetwas geschieht, was dir die Entscheidung leichter macht. Aber hieraus könnte sich ein ewiges Warten entwickelt haben. Vielleicht wartest du heute noch darauf, dass im Außen etwas geschieht, dass sich ein Mensch in irgendeiner Weise dann anders verhält oder ein Signal gibt, sodass du überhaupt entscheidungsfreudig wirst. Und vielleicht kannst du hieraus ein eigenes Verhalten schon erkennen, warum es dir offensichtlich so schwer fällt, dich zu entscheiden. Nehmen wir Fall 3 an. Du möchtest dich als dritte Wahlmöglichkeit lieber zurückziehen. Dann wird der Rückzug möglicherweise zum Lösungsansatz für spätere Konfliktsituationen. Und das würde bedeuten, dass wenn du mit zunehmendem Alter Lebenssituationen und Menschen begegnest, die nicht eindeutig sind, wo man dir nicht offen, liebevoll und wertschätzend entgegenkommt oder zumindest eine klare Situation sich zeigt, du eher geneigt bist, dich zurückzuziehen. Aus Unsicherheit, aus Schutz. Auch das birgt die Möglichkeit eines Musters. Weil wir sprechen ja hier von der Erfahrungsebene deiner Zellkinder. Ich erinnere dich, du als göttliches Bewusstsein schläfst ja noch, bist ja noch nicht wach. Ist ja noch nicht erweckt. Das heißt, es läuft alles im Bewusstsein der Zellkinder ab, mit dem du dich ja mit 5 Jahren immer noch identifizierst, unbewusst. Und das bedeutet also, deine Zellkinder machen in dem Moment, wenn sie sich zurückziehen, nur die Erfahrung des Rückzugs. Das, was sie nicht erfahren, was sie auch gar nicht erleben, wäre jetzt der Weg in die Konfrontation. Sie kommen gar nicht auf die Idee. Es fehlt ihnen die Fantasie, dass in der Konfrontation vielleicht eine Lösung stecken könnte. Ein Heilsweg. Und diesen Heilsweg zu gehen, bedeutet, in der neuen Erfahrung, die die Zellkinder dann machen, sich aus der Illusion des Getrenntseins selbst zu befreien. Und Konfrontation als Heilungs- und Lösungsschritt zu erkennen und als Werkzeug zu benutzen. Mit dieser Vorgehensweise eröffnen sich tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes vollkommen neue Erfahrungen. Es ist ein neues Erleben deiner Zellkinder, was schlussendlich durch die Auflösung des Erlebten, durch die Auflösung einer illusorischen Vorstellungen und Erfahrungswelt ergibt sich hier ein vollkommen neues Gefühl.
ein Gefühl des Geliebtseins, des Angenommenseins. Es kommt zu einer tiefen Ausheilung mit sich selbst in Bezug auf die Mutter, wodurch sich bei Mädchen, bei jungen Frauen auch die eigene Weiblichkeit vollkommen neu zeigen und auch einen neuen Entwicklungsweg gehen kann. Bei Jungs, bei jungen Männern ist es so, dass sie durch die Ausheilung der Mutter ganz andere Beziehungen leben können, weil sie nicht unbewusst diese illusorische Vorstellung über sich selbst und dem illusorischen Bild, was sich in Bezug auf eine Frau gefestigt hat, nicht in weitere Beziehungen übertragen lässt. Es kommt zur Auflösung. Es bietet sich hier wahrlich ein Spektrum an Heilungen, was auf so einfache Weise, auf so logische und nachvollziehbare Weise und vor allen Dingen auf fühlbare Weise sich einstellt mit Nachhaltigkeit. Menschen, die diesen Prozess einmal durchlaufen haben, gehen in eine so tiefe Ausheilung mit sich selbst, mit der Mutter und damit mit der Welt. Denn die Mutter steht symbolisch wie für die Nabelschnur zum Leben. Und wenn zur eigenen Mutter kein Vertrauensband aufgebaut werden kann, wenn das Urvertrauen sich hier nicht zeigen kann, wird dieser Mensch auch im Leben Probleme haben zu vertrauen. Das heißt, die Veränderung, die hier möglich ist, ist die absolute Ausheilung in das wahre göttliche Selbst. Weil die Illusion des Menschseins, die erzeugt wird durch die Konditionierung der Zellkinder, diese Illusion löst sich auf. Damit geht aber auch die Angst aus dem Körper. Und somit kann das Erwachen stattfinden. Dein göttliches Bewusstsein kann sich über den Körper erheben und bietet vollkommen neue Erfahrungswelten. Den gleichen Vorgang wiederholen wir auch mit dem Vater. Auch hier stelle dir vor, du bist wieder 5, bist noch keinen Tag älter. Wo können wir deinen Vater finden? Wo könnte er mal alleine sein? Und wenn du hier aus deiner Vorstellungskraft, aus deiner Fantasie heraus einen geeigneten Ort finden kannst, so gehen wir beide jetzt dorthin. Und vielleicht ist es auch hier wieder eine Tür, die einen Spalt aufsteht. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Baum, hinter dem du dich versteckst, weil der Vater im Garten arbeitet. Oder vielleicht ist es auch nur eine Hausecke, hinter der du dich verstecken kannst, um ihn heimlich zu beobachten. Und wo auch immer er sein mag und was auch immer er tut, beginne auch hier jetzt in der Beobachtung in eine tiefe Entspannung zu gleiten. Atme tief ein und aus und lasse alle Vorbehalte, alle Ängste, alle Sorgen, lass einfach alles los. Und blick auch hier einfach nur neugierig auf das, was Papa tut.
Und so wie du ihn hier beobachtest, beginnst auch du hier bei ihm immer mehr wahrzunehmen, wie geht es denn Papa gerade? Ist er glücklich? Ist er zufrieden? Und so wiederhole auch mit ihm auf gleiche Art und Weise wie vorhin mit Mama und schreibe dir auf, was nimmst du wahr? Angefangen, ist er glücklich? Ist er zufrieden? Ist er friedvoll oder wütend? Spürst du Harmonie oder Groll? Lebt er das, was er leben möchte? Oder fühlt er sich womöglich wie eingeschlossen in seinem Leben? Handlungsunfähig? Womöglich funktioniert er nur? Schreib dir alles auf, was du wahrnimmst. Und dann schau auch bei ihm, wenn es zutreffend sein sollte, könnte er theoretisch etwas in seinem Leben verändern? Und tut er es denn auch praktisch? All diese Wahrnehmungen sind wichtig, so wie sie vorhin auch bei Mama schon wichtig waren. Und letztendlich gibt es hier etwas zu beachten, um ein tiefes Verständnis für die Zellkinder zu entwickeln. Wir haben gelernt, deine Zellkinder nehmen wahr, können nicht unterscheiden, von wo kommt etwas, wer strahlt das aus, wie ist es gemeint, wer ist es gemeint. Sie nehmen nur die Qualität wahr. Und wir haben gelernt, dass sie sich dann entweder sicher fühlen können oder aber sie fühlen sich verunsichert. Und dann wissen wir mittlerweile, dass das dazu führt, dass Adrenalin und Cortisol im Körper ausgeschüttet werden und der Körper verkrampft. Was natürlich bedeutet, dass der Energiefluss im Körper gestört ist. Worauf ich dich jetzt aufmerksam machen möchte, ist, ein jeder Mensch setzt Energie frei. Wir nennen das ja auch Aura oder Charisma. Und jetzt stell dir vor, so wie Mama Energie freigesetzt hat, macht auch Papa das gerade. Und beim Papa gehen wir ein bisschen ausführlicher rein, damit es dir wirklich bewusst wird, was hier wirklich passiert. Stell dir vor, all das, was dein Vater ausstrahlt, durch sein Denken, durch sein Fühlen, durch seinen ganzen Zustand, das alles würde sich sozusagen wie eine Energiewolke lösen. Und die Energiewolke kommt langsam auf dich zu und legt sich wie eine zweite Haut auf deine Zellkinder. Und zur Wiederholung, deine Zellkinder glauben alles, was sie sehen. Sie glauben alles, was sie wahrnehmen und fühlen. Und sie halten das für die Wahrheit. Dann bedeutet das aber hier, und es hat es ja auch schon bei Mama vorhin bedeutet, da bist du noch nicht erwähnt, aber es bedeutet hier in ganz klarer Weise, die Energie, die hier kommt, legt sich wie eine zweite Haut auf deine Zellkinder und wird zu deren Wahrheit. Und das bedeutet hier in Bezug auf Papa das Gleiche wie vorhin auch schon zur Mama, dass alles das, was die Zellkinder von Papa, Mama aufnehmen und wahrnehmen, sie so tief in ihnen prägt, dass sie beginnen, durch deren Brille zu schauen. Auch sie nehmen das Leben so wahr. Und wenn sich nichts Entscheidendes verändert, sondern stattdessen sich diese Prägungen verstärken, dann werden deine Zellkinder in eine Welt gehen mit diesen Prägungen, die sie von Mama und Papa bekommen haben. Und wir halten hier fest.
Ihr habt euch ursprünglich aus der Liebe heraus verabredet. Ihr habt euch nichts Böses gewollt. Ihr seid aus Liebe hier runter, habt euch bereit erklärt, in Liebe Erfüllungsgehilfen füreinander zu sein, dass bestimmte Erfahrungen gemacht werden können. Und hier erlebst du live gerade mit, wie das passiert. Du kannst jetzt nachvollziehen, du hast aus geistiger Sicht den besten Vater, die beste Mutter. Sie machen nichts falsch. Sie sind, wie sie sind. Übrigens, auch du bist perfekt. Auch du machst nichts falsch. Und obwohl ihr alle nichts falsch macht, kommt es dennoch zu einem Erleben auf Zellkinderebene. Und deine Zellkinder nehmen das Außen wahr und machen eine Wahrheit daraus. So entstehen die Konditionierungen und Programme auf deinen Zellkindern, die ich letztendlich dann den Seelenplan nenne, das innere Navi. Denn du wirst jetzt hier schon nachvollziehen können, wie diese Prägungen, die du von Mama und Papa abbekommst, wie sie nachhaltig sich in deinem Leben zeigen werden. Wie deine Zellkinder Verteidigungsstrategien, Entwicklungen auf sich nehmen und damit letztendlich Programme schreiben, wie sie am besten durch diese Welt kommen. Denn es liegt in der Natur deines Körpers, sich sicher zu fühlen. Er sehnt sich nach Zuneigung, Liebe, Zärtlichkeit, Sicherheit. Und er wird alles tun, um das zu erreichen. Und vielleicht koppelt das gerade ein bisschen deiner Fantasie an, dass du dir in deiner Fantasie vorstellen kannst, wie viele unterschiedliche Wege somit dein Schöpferbewusstsein gehen kann oder könnte und wie diese Prägungen nachhaltig über dein Körperbewusstsein dein ganzes Leben und damit deine Persönlichkeit gestaltet und nachhaltig beeinflusst. Vielleicht bekommst du jetzt allmählich immer mehr eine Ahnung davon, wie die Illusion hier in dieser Welt erklärbar wird. Wenn du als göttliches Bewusstsein noch nicht erwacht bist, bist du noch im Körperbewusstsein identifiziert. Und das bedeutet, du denkst, du fühlst, du spürst, so wie dein Körper die Signale gibt. Und so wirst du automatisch dich in der Identifikation mit dem Körper verletzlich fühlen. Aber überleg mal, wenn du nicht der Körper bist, sondern du hast nur einen Körper. Und in Wirklichkeit bist du reines göttliches Schöpferbewusstsein. Was hier in dieser Welt ist, sich diesen Körper gewählt hat, um diese Erfahrungen zu machen, dann wirst du nachvollziehen können, dass du als Gott in diesem Körper keine Angst hast, sondern lediglich dadurch, weil du dich vergessen hast, die Möglichkeit erschaffen hast, in diesem Körper zu erleben, was Angst ist und wie sie sich anfühlt und was sie mit einem machen kann. Später dazu mehr.